Rein rechtlich wurden BioNTech, Moderna, Astra und Co. in eine außergewöhnlich gute Lage versetzt. Im Vertrag mit der EU-Kommission von 2020, den rechtlich die Mitgliedstaaten geschlossen haben, wurden sie nämlich von jeglicher Haftung befreit. Wörtlich heißt es: Die Kommission erklärt im Namen der teilnehmenden Mitgliedstaaten, dass die Verwendung der hergestellten Impfstoffe unter epidemischen Bedingungen erfolgt und dass die Verabreichung daher unter der alleinigen Verantwortung der teilnehmenden Mitgliedstaaten erfolgt. Daher entschädigt jeder teilnehmende Mitgliedstaat den Auftragnehmer und hält ihn schadlos in Bezug auf alle entstandenen Verbindlichkeiten. Das gilt sogar bei vorsätzlichem und grob fahrlässigem Handeln der Impfhersteller. Sollten Schadensersatz, Schmerzensgeld oder Prozesskosten auf sie zukommen, würden sie trotzdem übernommen. Quasi vom Steuerzahler. Skandalös sei der Vertrag, sagt Joachim Cesar Prell aus Wiesbaden. Er spricht eigentlich von nichts anderem als von der Angst der Hersteller, dass sie wegen befürchteter Nebenwirkungen am Ende Schadenersatzansprüche zahlen müssen. Brisant ist, dass im EU-Vertrag selbst auf die hohen Risiken der Covid-Impfung hingewiesen werden. Wörtlich heißt es: Ungeachtet der Bemühungen erkennen die Parteien an, dass sich der Impfstoff zum Zeitpunkt der Unterzeichnung in der klinischen Erprobung der Phase 3 befindet und dass der Impfstoff trotz der sorgfältigen Bemühungen des Auftragnehmers möglicherweise nicht zugelassen wird oder nicht geliefert werden kann. Das heißt, zu dem Zeitpunkt wusste der Hersteller nicht, ob es überhaupt eine bedingte Zulassung geben wird. Und vor allem wiesen sie eben auch darauf hin, dass es ein Ergebnis zur Frage der Wirksamkeit und insbesondere zu den Risiken nicht geben kann, weil eine bedingte Zulassung ja beinhaltet, dass dem Hersteller nachgelassen wird, erst künftig die Unbedenklichkeit des Stoffes nachweisen zu dürfen. Und gleichwohl ist dann die Bundesrepublik Deutschland nach vorne geprescht und hat diesen als wirksam und sicher, ohne tatsächliche Anhaltspunkte für ihre Aussage getroffen. Das ist eine Irreführung nach § 8 Arzneimittelgesetz. Dort ist verboten, jegliche Falschmeldung in Bezug auf Arzneimittel in dem Markt zu verbreiten, um eben diesbezüglich Impflinge in die Irre zu führen. Christian Pülz aus Augsburg ist selbst Rechtsanwalt und fühlt sich in die Irre geführt. Auch er betont, dass die Politiker die Covid-Impfung stets als sicher angepriesen hätten. Dass sie gleichzeitig im EU-Vertrag die Risiken festhielten, sei unfassbar. Der 48-Jährige hatte sich im Juni 2021 mit dem Impfstoff Vaxzevria von AstraZeneca impfen lassen und erlitt kurz danach eine sogenannte Brückenvenenthrombose und lebensgefährliche Hirnblutungen. Ich hatte eine Autoimmunreaktion ausgelöst durch die Impfung. Also die Kausalität medizinisch ist unbestritten. 6 Tage nach der Impfung, als er schon mehrfach auf der Intensivstation des Uniklinikums Augsburg lag, wurde sein Gesundheitszustand immer dramatischer. Sie mussten mir meinen Schädel tatsächlich auffräsen, um die Blutung in den Griff zu kriegen, um die Thrombose zu behandeln. Sorry, ich brauche eine Pause, bitte. So sah Christians Kopf nach der Operation aus, aufgefräst wegen massiver Hirnblutungen. Christian Pülz hat sich ins Leben zurückgekämpft, musste in vielen anstrengenden Monaten wieder laufen und sprechen lernen. Doch sein altes Leben ist vorbei. Der 48-Jährige war ein erfolgreicher Rechtsanwalt und begeisterter Mountainbike-Fahrer. Immer zielorientiert, sportlich, topfit. Kurz vor der Impfung hatte Christian zufällig einen Gesundheitscheck gemacht, mit durchweg exzellenten Ergebnissen. Heute lebt er mit einem Implantat in seinem Kopf.